Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zu Portal. Wie ich schon angekündigt habe, ich denke, dass ich dieses Let's Play, bevor ich Portal, nachdem ich Portal 2 zu Ende habe, hochladen werde. Vielleicht habe ich schon früher jetzt hochgeladen. Nach oder während der letzten Folge Portal 2 habe ich gesagt, ich werde Portal 1 auch Let's Playen. Und das möchte ich hiermit machen. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Ich hoffe, wir werden zusammen ganz viel Spaß haben. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Okay. Ja, ganz von vorne, ne? Neues Spiel starten. Ich habe dieses Spiel schon mal gespielt. Vor ein paar Jahren, 2017, habe ich das zum letzten Mal gespielt, wurde mir hier gesagt. Aber da habe ich auch, was weiß ich, ich habe glaube ich 30 Minuten in diesem Spiel bisher verbracht oder so, sagt Steam. Und ja, deswegen, das war nicht so lang, von daher, ich bin ungespoilert und daran erinnern, was in den ersten paar Hallo Dingen und war, weiß ich auch nicht. Willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón. Befeuer, muchos gracias. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Por favor, muchas gracias. Ja, ist klar, ne? Ah, hallo. Was habe ich da eigentlich an den Füßen? Scheiße, dass ich mir... Ich gucke mir gerade quasi selber fast ins Gesicht. Lass mal gucken, wie ich aussehe. Okay, alles klar. Und los. Wollen wir mal starten mit Portal 1, der Vorgänger? In dem zuvor bezeichneten Portal. Ey. Bin mal gespannt, wo die Unterschiede zwischen Portal 1 und Portal 2 liegen. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja. Also, wie gesagt, wo die Unterschiede liegen. Das Spiel ist bitte nur 4 Jahre älter. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Ja. Hä? Hä? Komm ich jetzt hier raus? Danke. Frechheit. Ja. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Alles klar, mache ich doch. GLaDOS, ne? Ich nehme schon mal vorweg. GLaDOS, du blöde Sau. Ladedaten. Okay, hier sieht so der Ladebildschirm aus. Auch nicht schlecht. Sie machen das sehr gut. Den Auftrag. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, ja, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, ja, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ich persönlich finde diese Aufzüge hier wesentlich komfortabler als im Portal 2. Das wollte ich eigentlich einfach nur sagen. Ich würde
gerne. Auch muss ich jetzt wirklich so lange warten, bis er hier einmal wieder rum ist. Scheinbar. Na komm. In der Zeit gucken wir uns mal hier kurz um. Jetzt müsste es kommen. Ja, perfekt. Danke. Ja, damit. Sehr gut. Aha. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Wie denn? Achso, wie denn, sag ich. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ich dachte, da müsste sich noch was ändern. So an diesem Portal rüber, aber. Ah, da war ich gerade ein bisschen dämlich. Und das am Anfang. Wo soll denn das noch hinführen? Okay. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ich vergesse ständig, dass ich nicht Rechtsklick machen kann. Ich weiß gar nicht, ob man hier die Portale beide setzen kann, aber wahrscheinlich schon. Ansonsten wäre es ja eigentlich immer ziemlich easy. So, da oben ist eins. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, alles klar. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauern. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt nun auch hier. Subjektname und Subjektwohnort, auch nicht schlecht. Ja, also bisher wirklich noch easy. Mal sehen, was noch kommt. So. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Erst doch bitte wieder rüber. Danke. Weil ich möchte ja auf dich drauf springen. Und zwar jetzt. Na los.
Ich bin mal gespannt, wie lange dieses Spiel in Relation zu Portal 2 dauern wird auch. Ob das länger ist, das kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Beziehungsweise ob es vielleicht gleich lang ist oder inwieweit kürzer. Das würde mich echt mal interessieren, aber das werden wir ja am Ende wissen, wenn wir hier fertig sind mit dem Spiel. Beachten Sie, 800. Dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Hehe. Okay. Ich muss wieder auf das Gerät hier warten, bis es zurückkommt. Hier musste ich gerade doppelt denken, aber also einmal zurück das Ding fahren lassen. War im Endeffekt mehr Zufall, es war eigentlich nicht geplant, aber es musste ja so funktionieren. Von daher, geschafft ist geschafft, ne? So. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Mhm. Alles klar, merke ich mir. Kein Thema. Kriege ich hin oder so. Ladedaten. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Der ist unmöglich, sagst du? Ist das so? Nur weil ich mich jetzt hier drüben durchbegeben muss. So unmöglich ist das jetzt nicht. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Naja. Achso, weil sie gesagt hat, dass es wäre unmöglich zu schaffen. Ja, okay, das war wirklich durchaus extrem pessimistisch. GLaDOS, das gefällt mir nicht, dass du so mit mir rumspringst. Ich bitte das doch zu ändern oder zu lassen. So ein unfreundliches Verhalten. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Impulse. Genau, sehe ich auch so. So. Sprung. Sehe ich schon. Ja, okay. Hab verstanden. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Juhu! Was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Alles klar. Wir hatten am Anfang gar nicht so ein richtiges Intro wie bei Portal 2, wo wir da in diesem Bett aufgewacht sind nach 9999 Tagen oder wie es der Computer da gesagt hat. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Orangene Weapon. Weißt du was? Wo soll ich denn bitte das dran machen? Hier drauf drücke. Also. Hab ich schon.
trefft das nicht. LOL. Kommt das immer noch nicht durch? Oh. Das war nicht geplant. Aber klar, kann ich. Ich bin aus Dorf. Nein, da will ich auch nicht hin. Mach, setz da ein Portal hin, bitte. Das ist schon ein bisschen nervig, aber nur ein bisschen. Und jetzt muss ich wieder warten, bis es zurückkommt. Oh Gott. Also das stört mich schon so ein bisschen, aber naja. So. Da muss das Portal hin. Da geht das Portal automatisch dran, oder? Oder geht das hier nicht automatisch dran? So. So, jetzt muss ich da durchkommen. Jawohl! Und. Wuhu! Hervorragend. Jawohl, ich nähere mich der zweiten Portalkanone. Sehr schön. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjektwohnort hier. Ja, ja, ist klar. Hauptsache, ihr könnt mich weiter ärgern, oder wie war das? Oh, das war aber knappi. Den Schalter habe ich erst gar nicht wahrgenommen. Zack, ich bin da. Und direkt in die nächste Etage. Zum Rausschleudern. Hinaus in den Raum. Ja. Geh doch. Ah, jetzt müssen wir nur wieder darüber. Das war so unnötig, was ich gemacht habe. Hui. Genau, sehe ich auch so. So, geht's ins nächste Stockwerk. Also es ist bisher alles nichts Neues, was hier passiert. Aber ich finde das ganz witzig. Ich meine, das, wo du da ständig warten musstest, weil sich das gedreht hat. Ich
Das hat sich ja jetzt geändert. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Alles klar, Dankeschön. Ich kann mir ja nichts Schöneres vorstellen können. So. Somit dürfte das hier gleich ausgelöst werden. Was passiert da? Das heißt von links nach rechts. Ah, verstehe. Ja, und den zweiten habe ich mir auch geholt. Perfekt. Habe ich geschafft. Des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Heißt das, nach dem Test werden wir umgebracht oder was? Mann, das ist ja bestimmt das, was GLaDOS machen möchte, unbedingt, ne? Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und Sie sind ein hervorragender Testkandidat. Okay, danke schön. Das ist aber ein nettes Kompliment. Moment mal. Schon mal holen. Schon mal ganz schön. Das heißt, ich krieg da hinten die Tür auf jeden Fall offen gehalten. Das ist schon mal sehr gut. Ich setze das auf. Ich weiß auch nicht. So, und jetzt muss ich daran denken, ich muss das orangene Portal verwenden. Wirklich sehr gut. Ja, zur, ne? Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Wuhu! Ich finde aber, sie hätten auch durchaus mal die Innenarchitektur dieser Aufzüge anders machen. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Also wie gesagt, ich persönlich finde, es hätte hier durchaus Sinn gemacht, wenn man hier auch so eine Story gehabt hätte, wie bei Portal 2. Aber Portal 1, das wusste ja keiner, dass das wahrscheinlich so gut ankommt. Und
Und deswegen hat man da vielleicht noch nicht so hohen Wert darauf gelegt. Lieber das Spielprinzip verfeinern, als Quatsch machen. Okay. Okay, das lasse ich nochmal zurückgehen. Ach so. Ich bin ja ein bisschen dumm. Was bleibt ja dann auf der Seite? Ah, das fällt gerade runter. Sehr schön. Ist hier hinten noch irgendwas? Und einmal bitte wieder bergauf. Dankeschön. Kann ich das nicht auf den Boden setzen? Okay, hier muss ich eine Lösung finden, wie ich darüber komme. Das reicht doch im Leben nicht. Aber ich könnte mal eine Sache versuchen. Das bringt auch nichts. Ich meine, damit kann ich Schwung holen, ja, aber ich komme da ja gar nicht an die Wand dran. Probier das jetzt mal. Auch wenn ich mir sicher bin, dass das nicht klappen wird. Sage ich ja. Okay. Ich muss das da runter kriegen. Das helfen? Ha! Das hat's gebracht, jawohl! Okay. Ach, hier kann man rüber. Muss doch hier irgendwas machen. Das wird wahrscheinlich erst aktiviert, wenn ich das da gemacht habe. Nur, wie will ich das denn machen? Ja, okay, hier kann man die Portale wieder auf den Boden setzen. Funktioniert also schon mal. Und? La Paloma Blanca. Okay. Hab wieder rüber. Dankeschön. Jetzt ist das Ding natürlich schon wieder weg. Jetzt muss ich wieder warten, bis es zurückkommt. Man kennt ihn. So. Das ist das gut. Also ich habe nicht gedacht am Anfang, dass man hier drauf Portale setzen könnte, weil das so dunkel für mich aussah. Nur wie sollte es denn anders da drüben funktionieren? Oh Gott! Ach so. Ha! Das ist in der falsche Richtung. Das ist ja was. Shit.
Ja. Oh, ich hatte solche Passagen. Mag ich gar nicht. Ja. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, das war's für die erste Folge Portal 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Kritik gerne in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir zusammen Portal 1 spielen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.